Da lang muss ich, glaube ich. Gib Gas! Nein! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Astroneer. Ich habe schon wieder völlig vergessen, was wir beim letzten Mal eigentlich gemacht haben. Ideale Voraussetzungen. Wir waren auf jeden Fall auf einem anderen Planeten, um den ich mich drum rumgebaut habe. Oder genauer gesagt, rumgewickelt. Ich habe den Planeten um den kleinen Finger gewickelt. Ne, es war ein Mond, ne? Genau. Da haben wir Gas gefunden. Das erste Gas, was wir je in Astroneer gefunden haben. Nämlich hier, dieses Methan. Das, was aus den Kuhärschen normalerweise rauskommt. Aber auf dem Planeten habe ich keinerlei Kühe gesehen. Das sollte uns zu denken geben. Dann war das andere Gas, was wir gefunden haben, war das hier. Wasserstoff. Wir haben auf jeden Fall viel geforscht beim letzten Mal. Das sollten wir auch weiter durchziehen. Wir hatten ja einen Buggy gebaut, der aber irgendwie sich als ein bisschen sinnlos rausgestellt hatte, weil der ja nichts tragen kann irgendwie. Also da kann ich ja nur Sachen an meinen Rucksack dran dengeln. Und was habe ich eigentlich hier? Ganz viel Eisen. Das müssen wir mal noch irgendwie loswerden. Wartet mal. Hier hinten bunker ich das mal. Das legen wir mal hier auf die freien Slots drauf. So. Das müssen wir ja nicht alles die ganze Zeit mitnehmen mit uns hier. Muss ja nicht sein. Genau. Oder wir packen das hier an den Trecker dran. So. Und hier, genau, hier habe ich ja auch noch Zeug. Lithium war das hier, ne? Ja. Das lassen wir mal auch alles hier. Das müssen wir nicht mitnehmen. So, was ich jetzt gerne mal finden würde vielleicht, wäre Tunnel zum Mittelpunkt, schreibt Xernox gerade. Du musst ja sowieso machen, am besten an dem Mond. Ich glaube, das mit dem Mittelpunkt wird sich sowieso irgendwann erübrigen. Spätestens, wenn wir diese Maschinen da hinten aktivieren. Und das wäre vielleicht etwas, das ich gerne diesmal machen würde in der Session. Was ich aber jetzt erstmal machen möchte, ist, ich möchte mal Malachit suchen. Da habt ihr mir ja schon gesagt, ich soll das mal an Bergen suchen. Ich fahre jetzt einfach mal mit meinem tollen Dune-Buggy. Komm mit die verfahrene Buggy. Ba, 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 ba. Da, 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 da. Da fahre ich jetzt mal den Berg hoch und suche mal Malachit. Dann können wir das nämlich abfarmen, ja. Und können Kupfer draus machen. Ich hoffe, auf diesem Berg gibt es Malachit. Da gibt es auf jeden Fall schon mal Harz. Ich glaube, hier links. Hier links ist Malachit. Ich habe es schon gefunden. Mission erfüllt. Das ging schnell. Das ist die schnellste Mission, die ich je abgeschlossen habe. Das ist doch Malachit hier, oder? Was ist das? Es ist grün. Zeig's mir. Los, Malachit. Jawohl. Herrlich. So. Nehmen wir das mal mit. Und zwar nicht so knapp. Toll, da hätte ich das mit der Handelsplattform gar nicht machen brauchen. Hätte ich gewusst, dass das direkt nebenan ist, ey. Man soll eben doch erstmal seinen Berg untersuchen. Bevor man irgendeinen Blödsinn farmt und handelt. Ich sitze quasi auf einer Kupferquelle und nutze sie nicht. Typisch. So typisch ist das, ey. Und dabei habt ihr es mir alle geschrieben. Kupfer ist an Bergen. Das ist bei dir in der Nähe. Das ist auf Bergen. Und ich habe es natürlich wieder ignoriert, beziehungsweise nicht wahrgenommen. Nein, ich ignoriere das nicht. Das ist meistens immer dann, wenn ich viel aufgenommen habe und wenig schneide, dann dauern die Sachen halt immer so lange. Und dadurch habe ich dann immer viel Vorlauf an Folgen. Und dadurch erreichen mich die Tipps über YouTube zum Beispiel immer relativ spät erst. Das ist immer mit das Hauptproblem eigentlich. So, jetzt haben wir ganz viel Malachit. Dann fahren wir wieder zurück. Spielbär untersucht seinen Berg. Ja, das ist vor allem auch kein flacher Berg, ne? Da haben die Flacherdler wieder ganz schön zu knabbern dran. Ich verstehe die Logik ja sowieso nicht, ne? Flache Erde, aber Berge und so sind dann wieder nicht flach. Weißt du, die sind dann wieder dreidimensional. Ja, vielleicht sollte ich nicht schon wieder damit anfangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so gut ist. Ob wir uns auf dieses flache Terrain begeben sollten. Ich habe schon ehrlich gesagt ernsthaft drüber nachgedacht, ob ich vielleicht mal aus Langeweile einfach mal so einen Mond einebne, so komplett flach machen. Einen Flachmann bauen quasi, aber naja, das dauert halt so ein bisschen.
Was haben wir jetzt für Research Points eigentlich mittlerweile? 1600. Wie viel brauche ich denn für so ein großes Lager? 3000 Punkte. Okay, wir brauchen mehr Forschung. So, dann nehmen wir mal das Kupfer, was jetzt hier durch ist an der Schmelze. Das nehmen wir mal runter, ne? Boah, so viel Kupfer, ey. Da können wir jetzt richtig abkupfern. Endlich kann ich mal richtig abkupfern hier. Da möchte ich doch glatt noch ein Solarmodul bauen eigentlich. Das wird sich auch eigentlich lohnen. Für unseren Rover hier wahrscheinlich. Wir machen mal ein kleines Solarmodul für den Rover. Also für den hier, ne? Ihr wisst. Hier. Für den. Die Jungs Alive hat vorhin auch noch einen Tipp gegeben, dass man doch die Windräder, wie dieses hier, am besten auf eine erhöhte Position stellt, weil es scheinbar doch irgendwie sowas gibt wie Windschatten. Also wenn ich jetzt hier drumrum einen Berg aufschütte, dann weht da wohl irgendwie nicht genug Wind und dann dreht sich das Rad nicht. Es kann natürlich auch so sein, dass weiter oben mehr Wind weht allgemein. Das kann auch sein. Und dann bauen wir mal noch eine mittlere Plattform. Mittelgroße Plattform. Braucht man nur einmal Harz. Harz 1 braucht man dafür. Wenn ich mal hier wieder loslassen kann und die richtige Taste erwische, hole ich das mal so. So, Harz 1. Genau, dann stellen wir nämlich mal das Windrad auf einen Hügel da oben rauf. Und verbinden das mit Verlängerungen einfach. Das würde mich mal interessieren, ob das praktikabel ist. Dann haben wir hier nämlich auch wieder mehr Platz, meine lieben Freunde. Guck mal, das dreht sich jetzt sehr schnell, das Windrad hier, ne? Wenn wir uns jetzt das mal da drüben angucken, das Windrad. Das dreht sich viel schneller da hinten, guckt mal, oder? Das, was ganz weit weg ist da. Oder ist das jetzt der Windschatten von... Nee, das kann nicht sein. Hier, das steht jetzt. Guck mal, das dreht sich nicht und das da hinten dreht sich. Das heißt, hier oben ist gerade überhaupt kein Wind. Jetzt hat das da hinten auch aufgehört. Das ist ja interessant. Hier war gerade weniger Wind als da drüben. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, die Windräder ein bisschen zu verteilen. Einfach nur, um die Fläche abzudecken, dass halt mehr Variationen im Wetter ist sozusagen, ne? Also jetzt zum Beispiel, das hier dreht sich jetzt, guckt mal, das dreht sich jetzt und das da hinten, okay, jetzt fängt das andere aus an sich zu drehen, aber das andere hat sich gerade nicht gedreht. Ah, hier ist Scan-Zeug. Yes, we scan. Tu es. Wunderschön. Herrlich, so meine lieben Freunde, ich fahre jetzt nochmal ein bisschen rum und suche nochmal ein bisschen Forschungszeugs. Meine lieben Freunde, denn ich möchte mir noch ein bisschen Forschung suchen. Wir brauchen mehr Punkte. Forschende Punkte brauchen wir. Forsche Punkte. Ah, sieht schon witzig aus, wie man da so durch die Pampa fährt. Hier mit dem Boingi, Boingi. Loch. Nein, fall da jetzt bloß nicht rein. Nein, 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 nein. Ich mach nur die Motorengeräusche nach. Du musst deine Ressourcen nicht einlagern. Du kannst auch einfach ein Loch graben und sie reinwerfen. Ja, das ist doch absolutes Chaos. Nachher weiß ich doch nicht mehr, wo was liegt. Wenn das alles in einem Loch liegt, weiß ich doch nicht mehr, wo in dem Loch das dann liegt. Wenn du verstehst. Dann muss ich ja erstmal alle wieder durchwursteln, bevor ich die richtige erwische und so. Ordnung muss sein. Ordnung ist wichtig. Ordnung ist das halbe Leben. So, weiterfahren. Da hinten waren noch ganz viele Forschungsknubbel. Die holen wir uns jetzt alle. Wer baut eigentlich hier mal diese Schlaglöcher in die Pampa? Wer macht denn sowas? Hier ist doch noch einer, der immer diese Schlaglöcher baut. Das sagen die sich im Verkehrsministerium auch immer. Irgendwer läuft doch hier noch rum, der immer diese Schlaglöcher baut. Scheiße. Es gibt ja auch so eine Theorie, weiß nicht mehr, wie die hieß. Da aber irgendwas mit Pac-Man in dem Sinne, dass wenn man ein Ende der flachen Erde überschreitet, man zur anderen Seite teleportiert wird, wodurch das nur so wirkt, als wäre sie rund. Ja, das klingt wie etwas, das ein Flacherdler wirklich sagen würde, tatsächlich, ja. Ich habe noch eine gute Theorie für euch in Sachen flacher Erde. Die Flacherdler, zumindest einige, sind felsenfest davon überzeugt, dass niemand an den Rand der Welt vordringen kann, weil der gesamte Rand der flachen Welt mit Eis bedeckt ist. Und zwar so hoch und so unzugänglich, dass ihn niemand überwinden kann und sich auch noch nie jemand getraut hat, das zu überwinden oder das auch irgendwie geschafft hat, weil es einfach als unüberwindlich gilt. Und das sagt uns nur keiner so. Das verheimlichen sie uns alle, ne? Also, ich sag ja, wenn man wirklich richtig Lachflashs kriegen möchte,
oder mal so richtig abenteuerliche Geschichten hören möchte, so wie vom Großvater, wenn der einen auf den Schoß genommen hat, man könnte auch sagen, wenn er einen übers Knie gelegt hat, dann schaut euch einfach mal so Flacherdler-Videos an. Oder generell hört euch das an. Aber glaubt das nicht, ne? Hört euch das nicht zu lange an, weil irgendwann fangt ihr an, das wirklich zu glauben, was die erzählen. Das ist so, wenn man so eine Geschichte nur oft genug hört, wird es irgendwann plausibel. Deswegen passt da ja auf, ne? Lasst euch da keinen Floh ins Ohr setzen oder so. Auch wenn ihr vielleicht Floh heißt. Passt da echt auf, ne? Also nicht, dass das wie so ein Virus ist und dann am Ende wird man mit Flacherdler, mit so Flacherdler-Viren angesteckt. Wie nennt sich das dann? Flacherdula. Flat-Earthula kriegt man dann und dann... Da wird man das nicht mehr los, weil es dagegen nur keine Heilung gibt. Die Heilung erfolgt nämlich mit Fakten. Mit wissenschaftlichen Fakten. Ja, aber die Fakten, die lösen allergische Reaktionen aus dann. Und das ist halt... Das ist nicht schön, das wollt ihr nicht. Gebt euch bloß nicht diesen Stress. Bleibt lieber direkt bei den Fakten, das ist besser. Wir hatten doch schon diesen Turm ganz gut ausgestattet mit Connections und so. Ich würde da gerne mal weitermachen, ehrlich gesagt. Ich gucke jetzt gleich mal, wie viel Forschung wir haben und ob wir uns noch einen großen Rover leisten können, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Zeug randengeln können. Extra große Plattform, großer Rover, 4000 Punkte. Wir haben jetzt knapp 3000. Das läuft doch, meine lieben Freunde. Bring doch bitte den absoluten Beweis und überzeuge die Flacherdler. Weißt du, das können die sich selber beweisen. Wäre es so, dass die Erde flach ist, ja, dann könnten wir, wenn wir uns entsprechend auf eine Höhe begeben, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, auf die Spitze des Fernsehturms in Berlin gehe, da könnte ich die Hochhäuser in Frankfurt sehen. Warum? Weil alles auf einer Höhenlinie ist. Also weil alles... Oder beziehungsweise nicht auf einer Höhenlinie, aber weil es keinen Horizont gibt, der abfällt. Da könnte ich theoretisch, wenn ich mich nur hoch genug begebe, jeden Punkt auf der Erde sehen. Jedes Gebäude, alles könnte ich dann sehen. Das geht aber nicht. So, warum? Weil die Erde rund ist. Ist ganz einfach. Wenn man das natürlich sich irgendwie wegreden möchte, diese Tatsache, naja, dann geht das auch irgendwie, ne? Das ist halt bei Verschwörungstheorien ja das Schöne. Das ist ja der Punkt, deswegen ist das ja auch so lustig, weil das so absolut hanebüchen ist. Ja, weil es so absolut hanebüchen ist. Und weil es sich jeder auch im Alltag jedes Mal immer wieder neu beweisen kann, dass es eben nicht so ist. Dass die Erde eben nicht flach ist. Das ist ja das Geile daran. So, jetzt machen wir die Forschung hier weiter, ne? So, wunderschön. Läuft durch. Nochmal 360 Punkte. Hervorragend. So, dann fahren wir mal mit dem Rowinski, würde ich sagen, nochmal los und suchen noch einen Punkt. Ich glaube, ich hatte da hinten am Berg noch einen gesehen. Da war am Baum, so in so einem runden Baum hat was drin gesteckt. Spielbär, das ist nur eine optische Verkrümmung erzeugt durch Chemtrails. Deswegen schaut es aus, als wäre die Erde rund. Ja, natürlich. Und alles, was im Weltraum abgeht, in der ISS und so und mit Satelliten, ist natürlich alles CGI, ne? Das ist alles computergeneriert. Das hat alles Hollywood gemacht. Das sind ja die Argumente, die da kommen. Das ist so geil eigentlich. Dieses Weltbild ist so seltsam. Wenn mir das so einer erzählt, ne, wenn mir das einer so erzählen würde, ich würde echt denken, der will mich irgendwie verarschen oder so. Aber die meinen das ja ernst. Das ist ja das Schlimme. Die meinen das ja ernst. Die sind felsenfest davon überzeugt, dass es so ist. Das check ich nicht. Also, ich denke dann immer, das ist so Humor. So. Da will mich einer irgendwie... Das ist so versteckte Kamera mäßig, ne? Der will halt einfach nur sehen, wie ich reagiere, so nach dem Motto. Horizont ist nur eine Einschränkung von deren Gehirn. Hinter dem Horizont. Das geht über ihren Horizont, sozusagen, ja. Das ist wohl so. Also... Deswegen, ich finde es immer so geil, wenn dann so, keine Ahnung, ein Harald Lesch oder so, halt so Leute, die halt wirklich Ahnung haben, mit so Flacherdlern sich auf Diskussionen einlassen oder das dann irgendwie beweisen. Und wie einfach sie das dann einfach beweisen, dass es eben rund ist, die Erde, ne? Und so, wie easy das eigentlich ist. Und wie unglaublich komplex und zusammenhangslos teilweise die Gegenbeweise sind oder die Gegenbeweise, ja, die Beweisführung der Flacherdler. Das ist halt einfach so geil. Das ist so super. Aber diese Fantasie, die da drin steckt, ist so beeindruckend auch wieder, ne? Diese unfassbare Erfindungsfülle an Scheinargumenten und an hanebüchenen Herleitungen.
Das ist einfach auch so wieder faszinierend auf der anderen Seite. Diese Menschen sollten einfach Bücher schreiben, also so Drehbücher für Filme. Ja, das wäre total super, weil, keine Ahnung, hast eine Lücke im Skript oder so, weißt nicht, wie du das erklären sollst. Ein Flacherdler kann dir das erklären, ohne Witz. Nehme ich damit, dass die Erde flach ist. Ganz easy, alles erklärt. Ja, wo kommt der Abgrund her in Jurassic Park im T-Rex-Gehege, wo das Auto runtergedrückt wird? Naja, weil die Erde flach ist, ist da halt ein Abgrund entstanden. Alles easy, ne? Das ist eine optische Krümmung sozusagen, die auch die Erde rund erscheinen lässt. Ist schon traurig irgendwie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist auch lustig irgendwie. Oh, ein Sauerstofffilter, den hatten wir noch nicht, guckt mal. Es ist sowohl traurig als auch lustig zugleich irgendwie. Graffit. Mir wäre Graffiti ja lieber, ehrlich gesagt. Oh, da haben wir noch ganz viel Kupfer. Mal ein bisschen Street Art hier und so. Oh, 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 nicht abheben! Nicht, bevor ich dich komplett geplündert habe. Hä, wo ist denn das jetzt hin? Weg ist es. Quarz! Lehm! Lemuren! Lemuren! Ich fand sie, die Lemuren. So, weg hier. Da ist auch wieder Forschung im Baum. Oh, da hinten ist auch was. Was ist das? Muss ich da zufällig nur was ranstecken? Was muss ich denn da ranstecken? Zufällig Quarz? Warte mal. Oder ist es Lithium? Ich komme mit diesen Symbolen immer nicht klar. Ich muss aber in die Astropedia gucken. Ressourcen. Laterit ist das. Das ist Laterit. Warte mal, das haben wir doch. Oder? Ne, Malachit haben wir. Laterit ist das mit Kupfer. Aluminium meine ich. Okay, weg. Also ich arbeite immer sehr hart daran, rund zu werden, muss ich sagen. Also ich esse immer sehr viel. Auch sehr süße Sachen. Ich trinke so ungesunde Sachen wie Energydrinks. Alles nur, damit ich nicht flach werde. Damit ich rund werde. Damit ich nicht mich verflache. Wer möchte nicht ein bisschen rund sein? Dann hat man auch Polster, so. Falls mal was schief geht. Falls man mal hart landen muss. So wie jetzt zum Beispiel. Wird das auf YouTube hochgeladen? Ja, wird es. Das sind die Let's Play-Folgen, die auf YouTube kommen. Ich grüße alle, die das jetzt auf YouTube gucken. Jetzt in 3 Wochen wahrscheinlich. Weil wir schon so viel Astronier aufgenommen haben, dass es für 3 Wochen reicht. Jetzt in 3 Wochen grüße ich alle diejenigen, die YouTube-Folge gucken. Herzlich willkommen. Ihr könnt auch gerne mal bei Twitch reinschauen. Falls ihr euch fragt, wie ich auf Twitch heiße. Auf Twitch scheiße ich genauso wie auf YouTube. Genau. Das musste mal gesagt werden. Da lang muss ich, glaube ich. Oh! 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 Gib Gas! Nein! Fahr! Fahr hoch! Oh Gott! Ah! Ah, shit. Alles gut. Hinter dir, andere Richtung. Was? Da lang? Muss ich da lang? Aber nicht durch den Wald. Nee, da lang muss ich. Genau, da lang. Kann man sich aus Stein oder Erde einen Pfeil bauen? Das ist eine gute Idee. Den schieße ich dann einfach ab. Wie kann man nur so inkompetent sein bei der Orientierung? Ich fahre jetzt hier auf den Berg hoch und gucke, wo ich bin. Zieh, schönes Würstchen, zieh! Du schaffst es! Oh, da ist was da hinten. Ist das eine Kapsel? Da hinten ist eine Kapsel. Da ist die Base, da hinten. Da. Das ist genau dasselbe wie die Leute, die an Cthulhu glauben. Also jetzt mit den Flacherdlern. Oder das Spaghetti-Monster. Oder an Aliens, die unsere Welt für einige Menschen... Oder an Aliens. Unsere Welt ist für einige Menschen so langweilig, dass man sich an solche Geschichten festhält. Nicht ins Loch fahren hier. Damit sie einen Sinn erhält oder einfach nicht so wirkt, wie sie in Wirklichkeit ist. Ja, man kann es auch als Realitätsflucht bezeichnen eigentlich, ne? Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich finde ja so Alien-Geschichten, muss ich sagen, aber auch spannend, ehrlich gesagt. Weil Aliens, das wisst ihr ja alle, ne? Das sind eigentlich Zeitreisende. Das sind ja keine Außerirdischen, weil Außerirdische können ja nicht einfach mal so ein paar Millionen Lichtjahre überwinden. Das geht ja nicht. Nee, es sind ja Milliarden Lichtjahre eigentlich.
Nee, das machen die nicht. Das sind Zeitreisende und deswegen dürfen die nämlich auch nicht in unseren Raumzeitablauf eingreifen. Und deswegen halten die sich immer so raus aus allem. Und deswegen geben die sich auch nicht zu erkennen. Und die fliegenden Untertassen sind eigentlich nur Zeitmaschinen. Das ist nämlich die eigentliche Theorie zu den Aliens. Ihr habt das zuerst gehört. Ja, Zeitreisen sind das. Das ist die Erklärung. Bam. Rätsel gelöst. Nächstes Rätsel. Kommt, gebt mir Rätsel. Die Illuminaten. Die Illuminaten sind auch Zeitreisende, die mit den Aliens zusammenarbeiten. Das sind aber andere Zeitreisende. Ja, die gehen quasi andere Wege, um durch die Zeit zu reisen. Die nutzen andere dimensionale Lücken. Wie einfach das ist, sich irgendwas aus den Fingern zu saugen, oder? Wie einfach das ist, einfach irgendeinen Scheiß zu labern, der aber irgendwie plausibel klingt, so. Man muss gar nicht groß nachdenken, irgendwie. Also das kommt einfach, ne? Das fließt einfach raus, die Gülle. Man muss quasi nur einen Bottich drunter stellen und das auffangen. Böse Zungen behaupten, das ist das Gleiche, was ich auf YouTube mache, nur in abgewandelter Form. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, hier die ganze Zeit kleine Traktorenanhänger zu bauen, um die dann darüber zu schaffen zu dem komischen Turm. Ich möchte irgendwie gerne direkt den großen Rover haben dafür. Aber das Problem ist, das dauert noch eine Weile. Obwohl, nee, eigentlich nicht. So lange dauert das gar nicht mehr. Wie sieht's eigentlich aus? Warte mal, wir können an sich nochmal eine Solarzelle bauen. Dann haben wir zumindest tagsüber einen höheren Output. Die brauchen wir sowieso auch, die großen Solarzellen. Genau, Glas brauchen wir nochmal. Du brauchst doch keine Anhänger. Stell doch einen 3 kleinen Bioreaktor hin. Ja, das könnte man auch machen, theoretisch. Aber ja, ja doch, eigentlich schon. Stimmt. Egal. Ich mache jetzt trotzdem noch eine mittelgroße Solarzelle. Dann geht das Forschen schneller. So. Und was war das andere? Kupfer. Weil da haben wir doch ganz viel gemacht. Das zum Beispiel hier. Genau. Solarzellen können wir immer gebrauchen. Das ist keine Verschwendung. So, die Forschung ist gerade durchgelaufen. Dann hängen wir gleich die nächste ran. Grün. Sauber. Solarzelle ist durch. Die wird gleich hier rangeflanscht. Sehr gut. So, jetzt müsste es doch eigentlich ziemlich schnell gehen, oder? 7 Minuten. Ja gut, die Maximalgeschwindigkeit wird halt länger gehalten jetzt, ne? Wo liegt der Unterschied von denen, die an Aliens, Cthulhu, USW glauben, zu den Milliarden, die an Gott glauben? Wahrscheinlich gab es damals einen Typen, der dachte, Gott klingt gut, erzähl ich mal rum. Und dann hätte er statt Gott Waffel gesagt, würden viele heutzutage an Waffeln anbeten. Aber ich bete doch schon Waffeln an. Waffeln sind mein Gott. Ja, es schon, stimmt schon, ne? Und wenn Jesus nicht ans Kreuz genagelt worden wäre, sondern sich ertränkt hätte oder ertränkt worden wäre, dann wäre heute in jedem bayerischen Klassenzimmer ein Aquarium. So ist es halt, ne? Also, wenn man genau drüber nachdenkt, ist das alles schon mega albern eigentlich. Aber naja. Religiöse Menschen sehen das halt anders. So ist das. Ich kann jetzt auch nicht unbedingt viel mit Religionen anfangen, muss ich sagen. Ich bin so ein dreckiger Atheist, der irgendwann in die Hölle kommt einfach. Und zwar in alle Höllen. In die Hölle des Christentums. Danach komme ich dann, werde ich dann direkt weitergereicht in die islamische Hölle. Dann komme ich noch in die Hölle des Buddhismus. Wahrscheinlich wäre ich dann als Regenwurm wiedergeboren oder so. Weiß nicht, das waren glaube ich die Hindus, ne? Irgendwie. Da wäre ich dann als Regenwurm wiedergeboren, als Strafe noch. Wenn ich dann irgendwann mal aus der Hölle wieder rauskomme, komme ich dann als Regenwurm zurück. Das wird schon echt scheiße irgendwann. Deswegen, sterben ist halt nicht so geil für Atheisten. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir sehr lange leben. Das ist ganz wichtig. Aber uns ist es ja eh scheißegal, was dann ist. Ne? Also, pff, dann komme ich halt als Regenwurm wieder. Das interessiert mich ja dann nicht, weil als Regenwurm kann ich ja dann eh das nicht wahrnehmen so richtig, was um mich rum passiert. Das ist mir dann furz egal. Bin ich halt ein Regenwurm. Habe ich weniger Sorgen am Ende. Und wenn man mich auseinanderreißt, dann bin ich dann 2. Dann gibt es 2 von mir. Wunderbar. Das wird das Beste. Da kann ich mich vervielfältigen einfach so. Die Frage ist nur, wie oft kann ich das? Kann ich das nur einmal machen? Ist das wie so ein Joker oder kann ich das mehrfach machen?
Guck mal, hier haben wir schon was aufgebaut. Das haben wir hier gelassen beim letzten Mal, ich erinnere mich. Und da wollte ich weitermachen. Beim letzten Mal vor allem. Wie lange das jetzt schon wieder her ist. Was seitdem alles passiert ist. Da hinten ist Forschung auf dem Knubbel oben drauf. Das möchte ich mitnehmen. Nimm es. Pack it. Haha. Was glaubst du, was nach dem Tod passiert? Naja, ich komme als Regenwurm zurück. Ist doch mal logisch, oder nicht? Ich werde reinkarniert als Regenwurm. Weil ich alles geleugnet habe vorher, was so passiert und was so an religiösen Dingen abgeht. So, die Forschung da, guck mal, die ist schon wieder fast durch. Nicht schlecht. Und jetzt können wir hier nochmal auf dem Reaktor was draufbaggern. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 40 Sekunden, sehr gut. Wie viel Forschung haben wir jetzt? Wir haben jetzt 4000 Punkte. Was wollten wir machen? Den großen Rover, ne? Wir machen gleich den Riesenrover, komm. So. Direkt alle Punkte über den Jordan geschossen, sehr gut. Und den müssen wir jetzt am großen Fabrikadinsky bauen wahrscheinlich. Okay, großer Rover. Großer Rover. Oh, riesig. Guckt euch alleine mal die Reifen an dem Ding. Geil. Gummi und Aluminiumlegierung. Wahrscheinlich kommt jetzt die große Erkenntnis, dass ich Aluminiumlegierung noch nicht machen kann. Bestimmt kann. Aluminiumlegierung. Da. Aluminium und Kupfer. Gut, dass wir von allen etwas haben, hoffe ich. Wir haben auf jeden Fall Aluminium. Nee. Kupfer haben wir auf jeden Fall. Wir brauchen noch Aluminium. Dann gehe ich mal los. Ich glaube, Aluminium haben wir gar nichts mehr, oder? Ich guck nochmal. Nee, ich glaube, da ist nichts mehr da. Aber ich kann hier mal noch das einschmelzen lassen. Den Lehm, den können wir auch mal... Ah! Nein, 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 nein! Das wollte ich jetzt nicht. Ach, scheiße! Immer passiert mir das. Jedes Mal passiert mir das. Ich möchte eigentlich gerade mal gerne diesen Lehm, genau, noch brennen lassen. Und das Graphit lassen wir mal hier. Ja, das Kupfer nehme ich jetzt mit. Okay, wir gehen mal nochmal in die Höhle und holen uns nochmal ein bisschen Aluminium. Holen wir das mal alles raus. Laterit. Das holen wir uns jetzt hier alles. Nice. Jawohl. Mehr. Mehr. Oh, guck mal, kann man rausgucken. Da ist ein Loch oben. Aber ich war's nicht. Ich bin's nicht gewesen. Ich schwöre. Ich habe das Loch nicht verursacht. Boah, ist das viel hier. Nicht schlecht. Oh, gleich ganz Rucksack voll. Mehr. Ja, es reicht jetzt aber, komm. Was ist denn mit den Verbindungen passiert? Warum ist keine Linie mehr dazwischen? Ich glaube, das passiert immer noch ab und zu mal, wenn man neu lädt und die sind sehr weit auseinander, dann lädt er die Verbindung nicht. Aus irgendeinem Grund. Aber die sind noch connected. It's not a bug, it's a feature. So, dann schmelzen wir uns mal ein bisschen Aluminium. Und bauen uns einen Rover. Ich bin gespannt. Muss aber erstmal das geschmolzene Zeug wegnehmen. Shit, das müssen wir mal kurz wegschmeißen. So. Nein! Nein! So. So muss das sein, genau. Jetzt lagern wir was ein. Und zwar, hier hatte ich was weggenommen. Genau, da kommt die Keramik rein. Kupfer. Ist alles durcheinander. Alles durcheinander hier. Ich muss das mal nach Themen sortieren hier alles. So, haben wir schon was? Aber hallo. Genau, jetzt können wir nämlich hier die Legierung herstellen. An der Chemiebench. Sauber. Also ich bin gerade froh, dass ich das Solarmodul hergestellt habe. Sonst würde das nämlich alles mega lange dauern. Das sieht irgendwie aus wie eine Herz-Lungen-Maschine so ein bisschen, ne? So ein Beatmungsgerät.
So, meine lieben Freunde, das muss jetzt hier noch durchdengeln. In der nächsten Folge haben wir dann das Material für den großen Rover. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Astronieren, der Release-Version 1.0. Bis dann, ciao, ciao.